Siemens AG sucht kontinuierlich nach Verbesserungen im Produktionsprozess, um Kosten und Durchlaufzeiten bei gleichbleibend oder verbesserter Qualität zu erreichen. In diesem Zusammenhang suchten wir nach einem automatisierten Schweißsystem, welches Ungänzen in Lieferteilen entfernt. Gleichzeitig sollte es schneller und auch für die Baustelle anwendbar sein. Das Gasturbinengehäuse ist hierfür die geeignete Komponente. Es befindet sich im Heißgasbereich der Turbine und muss deshalb erhöhten Anforderungen an Materialien genügen. Die bereits bestehend gute Zusammenarbeit mit Kjellberg und Oskar und anderen Forschungsverbunden erbrachte dann das Konsortium aus Schweiß, Digitalisierungs- und Simulationskompetenz, was uns nun zu diesem außergewöhnlichen Produkt geführt hat. Die Aufgabe von Kjellberg Finsterwalde ist es, diese durch Fräsen hergestellte Mulde im Material nun durch einen Reparaturschweißprozess wieder zu füllen. Die besondere Zielstellung dieses Projektes ist es dabei gewesen, einen Reparaturschweißprozess zu entwickeln, welcher es uns ermöglicht, dass wir die Energie genau dort eintragen, wo wir sie brauchen und das Ganze auch mit einem Betrag zu erledigen, der gerade notwendig ist, um damit auch die negativen Folgen des Auftrags- und Reparaturschweißens, nämlich den Energieeintrag, so weit zu minimieren, dass wir möglichst wenig Eigenspannung und Verzüge aufbauen und im Idealfall sogar so weit kommen, dass wir zukünftig dem Material oder das Werkstück nach dem Reparaturschweißen auch keiner nachgelagerten Wärmebehandlung mehr zuführen müssen. Das Werkzeug, was wir für diesen Laserschweißprozess angewendet haben, ist unser Laserschweißkopf Profocus. Es handelt sich dabei um einen Direktdiodenlaser, der angeschlossen an eine Stromversorgung und an eine Kühleinheit im Kopf direkt die Laserstrahlung erzeugt und durch eine Optik auf das Bauteil richtet. Der große Vorteil ist es, dass man ihn relativ einfach in verschiedenen Arbeitsumgebungen hinein transportieren, anschließen und anwenden kann. Sogar eine Baustelleneignung hat dieses Lasersystem und ist damit sehr flexibel einsetzbar. Ein weiterer Vorteil des Lasers ist die spezielle Anordnung. In unserem konkreten Fall wird der Zusatzwerkstoff zentrisch zugeführt. Das kann entweder als Pulver, aber eben auch als Draht erfolgen. Die Laserstrahlung wird von außen ringförmig eingebracht. Dazu werden 6 Laserquellen um den Draht positioniert. Diese Laserquellen erzeugen 6 einzelne Strahlen, die auch hinsichtlich ihrer Leistung und ihrer Intensität variabel veränderlich sind, sodass wir an dem Prozess auch unterschiedliche vorlaufende und nachlaufende Temperaturprofile somit generieren können. Geschützt wird der Prozess durch eine hervorragende Schutzgasabdeckung. Dazu haben wir eine numerisch optimierte Schutzgasdüse. Mit dieser Schutzgasdüse erreichen wir Schutzgasabdeckung im Bereich teilweise unter 10 ppm. Infolgedessen haben wir insbesondere bei Reparaturanwendungen optisch keine sichtbaren Oxidschichten und auch die mechanischen Eigenschaften des Schweißgutes steigen natürlich und profitieren von der hervorragenden Schutzgasabdeckung. Wir, das Fraunhofer IPK, das Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik hier in Berlin, sind immer interessiert an industrierelevanten Forschungsthemen. Die 3 Industriepartner Siemens, Gentronic und Kjellberg sind langjährige Partner, vor allem in Forschungsprojekten rund um die Füge- und Beschichtungstechnik. Das Fraunhofer IPK hatte die Leitung des Projektes, das heißt die Koordination der Termine, der Projektpartner, aber auch das Vorantreiben des Projektes lag maßgeblich in meinem Aufgabengebiet. Darüber hinaus haben wir auch Input in Form von Schweißsimulationen geliefert. Der wesentliche Vorteil der Wärmesimulation liegt in der Betrachtung der Prozessauswirkungen ohne die Durchführung aufwendiger Versuche. So konnten wir verschiedene Varianten des Bearbeitungskopfes und der Spot-Einstellungen testen, ohne einen Prototypen gebaut zu haben. Es gab schon länger die Idee, bei Scansonic sich mit dem Thema Auftragsschweißen zu beschäftigen, insbesondere mit dem Thema Prozessüberwachung und Prozessregelung. Bei den Laseroptiken, die wir gewöhnlich verwenden, können wir die Kamera koaxial in den Strahl integrieren, was zu wenig optischen Fehlern führt und die Auswertung der Bilddaten vereinfacht.
durch den Aufbau des Bearbeitungskopfes mit integrierter Laserquelle und koaxialer Werkstoffzuführung mussten wir die Kamera über ein Endoskop zuführen, was die Interpretation der Bilddaten deutlich anspruchsvoller gestaltet. Die Arbeitsergebnisse aus dem Bereich der Kopfentwicklung, Prozessparameterentwicklung und Simulation und Prozesscontrolling-Steuerung wurden dann für Schweißung an einem Realbauteil zusammengeführt. Das erfolgte in unserer Forschungsniederlassung in der Nähe von Dresden, wo wir einen fest installierten, fest montierten Roboter haben, der an einem Gehäuseviertel die Reparaturschweißung am Realbauteil durchgeführt hat. Hier sehen wir jetzt eine Aufnahme des Prozesses. Wir sehen die ausgearbeitete Mulde, die nun gefüllt wird. Wir sehen den Draht, wie er in das Schmelzgut einläuft. Und wir sehen den ringförmigen Energieeintrag des Lasers deutlich als hellleuchtenden Donut um den Draht ringsherum. Der Draht hat hier im konkreten Fall einen Durchmesser von 1 mm. Und wir sehen, dass die Schichten, die wir dabei auftragen können, zum Teil deutlich dünner als 1 mm sind. Metallographische Analysen haben gezeigt, dass die Schichtdicke, die wir mit einem Drahtprozess realisieren können, zum Teil 0,3 mm und dünner sein können und reproduzierbar aufgetragen werden können.